Hi meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal, heute wieder zurück mit Conan Exiles und der Questreihe von Liyue, die wir uns heute genau anschauen werden und starten werden. Wundert euch nicht, dass mein Dingsy-Döngsy hier weg ist, mein Mikrofon. Das hat leider einen Wackelkontakt, ein neues ist aber schon unterwegs und deswegen muss ich jetzt leider das von meinem Headset benutzen. Aber ich denke, es passt eigentlich so vom Sound und ja, deswegen für ein paar Tage geht es auf jeden Fall. Und was ich noch sagen wollte, guckt auf jeden Fall am Donnerstag auf Twitch vorbei. Da streame ich ab 20 Uhr unser 2K-Special, was jetzt auch schon wieder 700 Abonnenten her ist. Danke übrigens dafür. Also ihr seid herzlich willkommen vorbeizuschauen. Wir starten jetzt in den Part. Ich wünsche euch viel Spaß und let's go. Ja Leute, und so sind wir wieder im Spiel. Mir ist natürlich gerade mal wieder was richtig Geiles passiert. Und zwar habe ich auf Aufnahme starten gedrückt, bin zu Liyue, habe mit ihm gequatscht, habe euch über Gott und die Welt erzählt, komme hier wieder an, wollte gucken, wie lange ich schon aufgenommen habe und tata, die Bildschirmaufnahme hat nicht funktioniert, yay. Das heißt, alles bis hierher, was mit Liyue zu tun hat, habe ich nicht aufgenommen, beziehungsweise nur meine Stimme davon und mein Kamerabild. Und ja, ist natürlich mal wieder belastend. Ich kann jetzt aber leider nicht mehr zu Liyue hingehen und es rückgängig machen. Im Prinzip hat er eigentlich jetzt erstmal nur erzählt, wie er ins Land der Verbannten gekommen ist, dass er in dieser Pflanze gefangen wurde und dass ich quasi jetzt seine rechte Hand sein muss, um ihn von dem Griff des Dämonen zu befreien. Und er hat uns den Auftrag gegeben, dass wir ihm 3 Opferfiolen bringen müssen. So. Das war jetzt mal Punkt 1. Punkt 2. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir das Tattoo jetzt doch geholt und ich finde es einfach nur mega. Das Einzige, über was man sich streiten kann, ist vielleicht das Tattoo im Gesicht. Ja, das ist jetzt nicht ganz so meins, aber der Rest ist mega geil. Gerade auch in Kombi mit dieser Fellrüstung gefällt es mir richtig, richtig gut. Und, was habe ich noch gemacht? Nee, nicht beim Pferd, genau, bei ihr. Ihr habt mir nämlich auch berechtigterweise geschrieben, dass ja das Steak, was ich hier gegeben habe, gar nicht für Stärke ist, sondern für Vitalität. Ihr habt ja voll recht, deswegen habe ich ihr jetzt auch Schleimsuppe gegeben und mir auch. Ich habe mir schon mal die Sachen gesammelt, die wir für den Traumaturgietisch brauchen und dementsprechend werden wir den jetzt hier auch erstmal platzieren. So, da haben wir ihn, Traumaturgietisch. Bitte einmal dorthin. Genau. So, wir müssen also jetzt erstmal das Buch von Kurak reinlegen, das habe ich auch schon genommen. Wir brauchen eine Zauberspruchseite, Stein und verdorbenes Fleisch. Also wir haben hier Stein, dann muss ich mal gucken, ich glaube, ich habe tatsächlich irgendwo noch eine Zauberspruchseite. Herz eines Nordheimers, Notiz, Seite mit fehlgeschlagenem Zauberspruch, Karte, Zauberspruchseite. Die nehmen wir mit und dann brauchen wir noch verdorbenes Fleisch. Das kriege ich, glaube ich, von den Skeletten. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Wir düsen da jetzt mal ganz kurz hin, weil ich jetzt auch kein verdorbenes Fleisch mehr da habe gerade. Denn das alles, was im Feuer war, habe ich halt weggehauen. So, aber eigentlich sollte das kein Problem sein. Zumindest haben die früher mal verdorbenes Fleisch gegeben. Mal schauen, ob sie es jetzt auch noch tun. Gut, also, kommt hier irgendwer her? Irgendwer, der sich battelt? Ja, komm. Ich sehe nix. Und ich bin eine Stufe aufgestiegen, wunderbar. Ja, da haben wir es doch. Kira, gib mal Ruhe. So. Schatzi. Ey, ich muss mal kurz die Katze rauslassen. Gut, also ist auch erledigt. Dann einmal zurück, dann haben wir alles. Und dann bin ich gespannt, was wir als erstes lernen. Okidoki. Also, die Zauberspruchseite, verdorbenes Fleisch. Dann können wir das herstellen. Mystische Angelegenheit. Wir haben Seelenraub gelernt. Jetzt will ich doch mal kurz gucken.
Und Blutritus haben wir gelernt. Und genau das ist auch das, was wir brauchen. Hier den Opferstein. Den können wir jetzt nämlich bauen. Dafür brauchen wir eine Fackel und Steine. Ich hätte aber jetzt gesagt, dass wir den vielleicht bei Separmero bauen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Das heißt, die Steine nehme ich mal mit und die Fackel auch. Jetzt sollten wir eigentlich alles zusammen haben, oder? Oh, wartet mal. Nee, es fehlen noch Steine. Okay, die können wir uns ja dann aber einfach holen. Was brauche ich noch? Die Fesseln und die Stahlkeule. Und ich glaube, dass ich mit den paar Kristallen vielleicht mal... Ach Quatsch, was mache ich denn? Dass ich mit den paar Kristallen jetzt hier erstmal ein bisschen Glas machen muss, um Kugeln herzustellen. Genau, und für die Kugeln brauche ich den Gusstisch. Das heißt, wir besorgen uns jetzt mal kurz Holz, beziehungsweise habe ich noch was? Ja, habe ich. Okay. Ach, Pferd, weißt du was? Du kannst mal kurz hier bleiben. Wir müssen uns mal schnell den Gusstisch zusammenschustern. Hier ist er. Stellen wir jetzt einfach mal daher. Gut, dann brauchen wir die Glasflaschengussform. Eisenbarren haben wir, stellen wir also einmal her. Und für die Glasflasche brauchen wir Glas. Perfekt. Also gut, dann holen wir uns das Glas. Die Katze meckert weiter. Egal. Also, dann kommt das hier rein und dann stellen wir uns mal drei davon her. Du bist eine ganz schön freche Monstermaus. Sag mal hallo. Hallo. So, und jetzt ist aber Ruhe, Schatz. Jetzt ist Ruhe, mein Schatz. Okay, die drei Kugeln haben wir also. Dann nehmen wir jetzt das Pferd und können, glaube ich, Richtung Separmero düsen. Gut, also für den Opfertisch habe ich noch Steine gebraucht, soweit ich weiß. Ich glaube, es waren 600. Das heißt, wir bauen hier mal ein bisschen ab. Viel haben wir? 200, okay. Also noch einen kleinen Tick mehr. 400, bla bla bla. Ich brauche aber auch noch zwei Fundamente. Das heißt, hoppala, wir brauchen noch das hier. Und die zwei vielleicht noch. Sehr schön. Kann ich denn jetzt hier noch Fundamente hinmachen? Ja. Aber wisst ihr was? Eigentlich hätte ich es gerne so. Und dann gehen wir zur Zauberei. Och, scheiße. Ich habe keine Eisenbarren mehr dabei, weil ich die für das Ding genutzt habe. Ich gehe welche holen. So, jetzt haben wir's. Und ich hoffe, jetzt kann ich diesen blöden Tisch bauen. Ja, Opferdings. Jetzt stellen wir hier drauf. Und haben gleichzeitig Licht. Sehr geil. Und hier können wir jetzt Opferblut in einer Flasche machen. Dafür brauchen wir eine Glasflasche und Opferblut. Und das bekommen wir ja eben hier drüber, richtig? So, das heißt, ich brauche die Keule und die Fessel. Pferd, du kannst gerne hier bleiben. Wir suchen uns jetzt mal ein Opfer und schauen dann. Ich habe das tatsächlich gar nicht so oft gemacht, aber ich glaube, das ist so richtig, wie ich es denke. Ach so, ich brauche ja die Keule. Na gut, drauf auf sie. Und lasst mich in Ruhe. Einmal Kopf, fall doch um. Nein, scheiße. Schnell weg. Das war knapp. Wo ist sie denn? Sind natürlich wieder alle hier, ne? Wo ist die, die schon fast kein Ding mehr hatte?
Ach Mann, Leute. So, jetzt sind sie wieder abgedampft. Ich glaube, ich gehe von da. Das macht mehr Sinn. Und dann holen wir uns hier jemanden. Tänzer 1, Bogenschütze 1, Koch 2. Der Koch geht mir ein bisschen im Weg um. Aber okay, macht nichts. Wir probieren es mit ihr. Komm, leg dich hin. Oida, dann hau ich euch halt alle um. Reicht's? Brauchst sowieso drei. Jawohl. Ja, gleich habe ich dich, du. Wunderbar, da haben wir unsere drei Stück. Dann beginnen wir mal mit ihr. Pferd bewacht ganz brav. So, komm du mal hier rauf. Und jetzt kann ich das hier anklicken. Jetzt macht sie's, alles klar, okay. Wir verdecken es mal ein bisschen. Falls es irgendwie geht, damit es für einige von euch vielleicht nicht zu krass ist, da muss man ja auch immer ein bisschen drauf achten. So, und jetzt? Wow, bin ich verderbt ohne Ende. Und habe hier aber das Opferblut. Sehr schön. Dann tue ich die Kugeln rein und... Oh, warte mal, ich kann zwei herstellen? Da stand doch gerade zwei. Schauen wir mal, wie viele rauskommen. Eine. Okay. Alles klar. Ja, dann holen wir uns jetzt schnell die zwei anderen noch und machen die drei voll. Nummer zwei bitte einmal rauf. Und als letztes kommt unser Koch drauf. Geht das jetzt schon? Ja. Okay, super Geschichte. Wir können jetzt noch einmal die Flasche herstellen und dann können wir mit dem Opferblut los zu Liofei düsen. Aber vielleicht gucken wir vorher noch ganz kurz bei Conan vorbei und lassen uns von den Tänzerinnen bekehren, denn wir haben ein bisschen Verderbnis gesammelt. Yeah, fast weg ist die Verderbnis. Komm schon, nur noch einen kleinen Rest. Super Sache. Und wir düsen ab zu Leo. Okidoki. Leo, wo bist du? Wir sind back im Business und haben eventuell etwas, was dir gefällt. Verbannte, wir haben nicht viel Zeit. Diese Zutaten zu wahren, erfordert viel Energie. Du bist wieder da. Hast du das erforderliche Blut? Frisch von einem Verbannten. Sehr gut, das war gute Arbeit. Und nun muss ich ruhen. Meine Kräfte sind nahezu erschöpft. Ich werde dich erneut rufen, wenn es mir möglich ist. Okay, schön, dass ich den langen Weg aufnehme, um dir drei Fiolen zu bringen. Aber macht überhaupt nichts, mein lieber Leo. So, jetzt gehen wir erstmal aus dem Schüssel hier raus, damit wir nicht wieder verderbt sind. Ja, und dann sind wir wieder gezwungen, auf Leo zu warten. Bei ihm ist es genauso wie bei Freya. Ihr müsst 8 Stunden in Echtzeit warten, bis er euch aufsucht. Ihr findet ihn in eurer Base und solltet ihn da nicht finden, dann könnt ihr natürlich jederzeit auch hier zu seinem Standort zurückreisen. Ja, und an der Stelle beende ich den Part dann auch wieder. Freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euch noch einen schönen Abend und denkt an den 31.10. Bye, bye.